Also das hier ist unser Theo. Theo ist erst beim letzten Transport ist er zu uns gekommen, weil wir Platz hatten und unsere Dogo-Hündin, die Doro ist verwaist gewesen, weil ihre Freundin Dizzy ein Platzl gekriegt hat. Und damit sie nicht so ganz alleine ist, haben wir den Theo kommen lassen, der ein ganz entzückender Cane Corso ist. Ha, Theo? Theo ist 5 Jahre alt. Er ist nicht übermäßig groß, es gibt größere Vertreter seiner Rasse, aber er ist einfach ein süßer, lieber, freundlicher Hund, der mit unserer Doro bestens zurechtkommt. Gell, Theo? Theo? Lass schon ein paar dran. Schauen wir mal, ob er sich auch ein bisschen bewegt, außer dass er nur herumliegt. Ja, er bewegt sich auch, er kann das. Schauen wir mal. Wir lassen jetzt gleich die Freundin Doro raus. Dann sehen wir, wie die beiden, ach Gott, ja. Schmusen ist das Größte für ihn. Also nichts ist so gut wie streicheln. Also hier unsere beiden Wuchtbrummen, Schwarz und Weiß. Und Ivory, die Laschelompa. Schauen wir mal, wie sie miteinander umgehen. Ganz freundlich, beides wirklich sehr, sehr nette Hunde. Theo kann auch mit anderen Hunden, alles kein Problem. Lascheli dran. Ist alles kein Problem für ihn. Bei der Doro, also wir haben sie auch schon gehabt mit Hunden, die sich selbst bei ihr angeklopft haben und es war kein, die sind über den Zaun bei uns gegangen und sie ist da gewesen und war ganz, ganz betroppelt. Huh? Doro, gutes Mäuschen, ja. Also noch einmal unsere taube Doro, was aber uns noch abgeklärt werden müsste. Also wir denken, sie ist taub, weil sie halt wirklich, wenn sie schläft, schläft Doro. Sie. Doro! Wo ist der Theo? Ja, ja, ja. Also sie reagiert einfach nicht, wenn man sie ruft. Noch einmal, die beiden hier zusammen. Ein gutes Pärchen, bis halt einer von beiden wieder einen Platz empfindet. Hoffentlich.